einem sogar angezeigt, dass man WTF. Ah, jetzt kapiere ich das Ganze. Ich muss boosten, warum sagt das doch keiner? Was? Jetzt muss ich schon wieder durch. Ich move mich nochmal durch. Aber mit rotem Ring. Na gut, hier hat er wenigstens gespeichert. Dieses Mal nicht. Ach so. Oh. Fuck it. Ich habe das Zeichen falsch gedeutet. Ja, wie blöd muss man sein? Ah, nö. Ich war so dumm. Anstatt den Stampfer zu verwenden, hätte ich einfach rutschen müssen, so ein Mist. Scheiße, ey. Dump Moments in Sonic Colors. You know, as alien as this place is, there's something very Eggman-ish about it. I think he's transforming it somehow. Making it part of his theme park. Attention guests, if you can hear this message, you are trespassing in an area still under renovation. If you are not a robot, please return to the main park areas and ignore anything evil you might have seen here. Thank you. It looks like the theme of his park is universal domination and the conquest of alien races. It's more than a theme, it's a reality. He's using them like some kind of living intergalactic castle. It's pretty low. Even for a sleazeball like Eggman. Some displacement of indigenous aliens and destruction of natural resources may occur. Eggman Enterprises not responsible. Hey, you getting any of that? Yeah, they're totally freaked out. It sounds like they're in shock because of public transportation and a loony nurse. Oh no, wait, scratch that. They're in shock because of their planet's strange transformation and having been dragged across the universe. Well, I still can't believe he kidnapped the whole planet. How did somebody do that? They're saying it was either ice cream or a tractor beam. Yeah, well, I'm going to guess it wasn't ice cream shooting out of those generators. If it was, I would get one for back home. Dude, I'd get two. Now, if everyone will excuse me, I'm going to put a stop to these renovations. Immer wieder lustig, die Konversation von Tails und Sonic. Akt 5. Na gut, den Turm scheine ich ja eigentlich hinter mir zu haben. Freuen wir uns einfach mal auf das, was uns hier bevorsteht. Ich lande natürlich genau auf den Stahl. Was? Ich habe die A-Taste die ganze Zeit gesmashed. Eigentlich hätte ich springen sollen. Homing Attacks machen sollen. Schon wieder. Vielleicht war es auch einfach nur zu spät. Hier könnte ich wieder Mr. Violett verwagen. Den brauche ich hier eigentlich nicht. Ach, was soll's. Und nur schon mal mit irgendeiner Geschwindigkeit vorwärts.
Fast wie bei Sonic 2006. Nur, dass es bei Sonic 2006 einfach ein Bug war. Hier ist es wahrscheinlich gewollt. Und ich komme nicht an den roten Ring dran. Mit einfachen Mitteln. Aber boosten kann ich auch durch. Ha! Roten Ring, er cheatet. Wenn man sich geschickt anstellt, braucht man diese Aliens nicht. Größtenteils. Ach ja, genau. Oh, ich höre jetzt schon den Golden Ring. Ich schieße noch was dann, wenn man in Schutzweite ist. Red Ring! Und da ist der Zielring. Der Akt war wirklich kurz. Ich hätte vielleicht nur einige Minuten gebraucht, wäre ich nicht wieder gestorben so oft. Bleib auf den Zahlen stehen, das ist cool, das ist hip. Gut, letzter Akt und dann geht's auf zum Boss. Wobei, Boss, der Installer Carnival hat mir wirklich gefallen. Ich fand ihn gut. Hier sind Todesabgründe. Und hier wieder nicht. Wow, Invasion! Invasion. Roter Ring? Hey. Nein! Ich hab den roten Ring verpasst! Tod! Hat er das gerade Wassereffekte? Das bemerke ich jetzt erst, glaube ich. Das Wasser hatte tatsächlich HD-Wassereffekt. Ich habe keinen Bock zu springen, deswegen. Wenn ich schon einen roten Ring sehe, schnappe ich ihn mir auch. Stachel! So, nix hier weg, nix hier weg, nix hier weg hier. Was ich jetzt sehe, während man boostet, verbraucht man keine Wisp-Energie. Beim Hover. Ich hätte lieber auch so oft zu springen. Und so lieber zu, dass ich hier wegkomme. Und diese Roboter helfen einem ungemein. Ring. Ich muss das koordinieren mit diesem Boost nach oben. Essa! War anzunehmen, dass ich hier landen kann. Es wird gesmashed, was das Zeug hält! Und jetzt sind schon wieder Raids drin. Das sieht geil aus. Sora! Du wirst im Grün ersticken. Happy of Destiny. Sofern ich es einrichten kann. Ich weiß, ich lasse ihn von diesen grünen Lampen von den Plattformen anleuchten. Und dann wird er sterben. Wenn alles gut läuft dabei.
Nein. Hier fällt man ja gar nicht so. Ich sag mal einfach.